Sie kann Ziele in über 30 Kilometer Entfernung angreifen. Sie ist treffgenau wie kein anderes Geschütz. Sie ist eines der modernsten und leistungsstärksten Artilleriesysteme der Welt. Die Panzerhaubitze 2000. Was kann sie wirklich? Die Panzerhaubitze 2000 kann eigentlich alles bekämpfen, was sich innerhalb ihres 40 Kilometer Radius befindet. Distanzwaffen sind in jedem Kampfverband extrem wichtig, vor allem wenn man es mit einem Gegner zu tun hat, der beispielsweise starke Luftabwehr hat. Ein kleines Waldstück im Osten der Ukraine. Versteckt unter dichtem Laub eine deutsche Panzerhaubitze der ukrainischen Armee. Die Besatzung lädt gerade nach. Ihre Taktik: Shoot and Scoot. Shoot and Scoot bedeutet auf Deutsch sowas wie schieße und verpiss dich. Also geh ganz schnell wieder weg von da, wo du warst. Denn eine moderne Armee kann zurückverfolgen, von woher Artillerie kommt. Kommt der Feuerbefehl, stößt das stählerne Ungetüm mit Vollgas hinaus aufs freie Feld. Geht nur wenige Meter weiter in Stellung und feuert. Shoot. Scoot nur wenige Minuten später. Die eben abgefeuerten Granaten sind noch in der Luft. Im Rückwärtsgang verlässt die Haubitze die Stellung, verschwindet aus der Sicht des Feindes, ebenso schnell, wie sie aufgetaucht ist. Hergestellt wird die Panzerhaubitze 2000 von den deutschen Firmen Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann. Sie ist kein Panzer, sie ist vielmehr ein schweres Artilleriegeschütz, das selbst fahren kann und leicht gepanzert ist. Ausgestattet mit einem 155 mm Rohrwaffensystem ist sie das Geschütz der Artillerietruppe, das Standardgeschütz der Bundeswehr zur indirekten Feuerunterstützung. Im Gegensatz zu den meisten Panzern befindet sich der Triebwerksblock der Panzerhaubitze 2000 vorn in der Wanne. Er besteht aus einem Dieselmotor mit einer Nennleistung von 1000 PS. Im hinteren Teil, wo bei Panzern meistens der Triebwerksblock liegt, befindet sich die automatische Ladeanlage und das riesige Geschossmagazin. Alles zusammen 57 Tonnen tödlicher Stahl. NATO-Großmanöver Celtic Thunder. Auf dem Truppenübungsplatz Baumholder trainiert die Bundeswehr gemeinsam mit niederländischen und belgischen Einheiten. Das Motto: zielsicher und multinational. In einem NATO-Kampfverband hat die Panzerhaubitze 2000 natürlich die Aufgabe, eben von weiter hinten, also von hinter den ersten Einheiten, den Gegner zu bekämpfen. Und eben teilweise entweder die stationären Ziele so zu bekämpfen, dass sie danach überhaupt nicht mehr da sind, oder aber eben den Vormarsch der beweglichen Einheiten, beispielsweise des Leopard 2 und anderer Panzer, des Abrams-Panzers, eben so zu unterstützen, dass der Gegner geschwächt ist. Mit auf dem Manöverprogramm die Verwendung eines automatischen Feuersystems. Die Besatzungen können damit mehrere Geschosse nacheinander so abfeuern, dass sie trotzdem gleichzeitig ins Ziel treffen.
Die Wirkung ein Vielfaches an Feuerkraft. Die Kampfbeladung der Panzerhaubitze 2000 umfasst 60 Artilleriegeschosse im Kaliber 155 mm. Die Beladung erfolgt automatisch. Der gesamte hintere Teil der Haubitze, das Geschossmagazin und die automatisierte Munitionszuführungsanlage. Der Einsatz der Panzerhaubitze 2000 ist extrem wartungsintensiv, abhängig davon, wie doll sie eingesetzt wird. In der Ukraine wird sie quasi Tag und Nacht eingesetzt. Man versucht mit ihr immer weiter zu schießen, solange man Munition hat. Und das hat sich tatsächlich nach wenigen Wochen gezeigt. Das führt zum Verschleiß und das führt dazu, dass die Panzerhaubitze im Ausland repariert werden muss. Zeitweise sind alle 22 in der Ukraine eingesetzten Panzerhaubitzen nicht einsatzfähig. Eine der Panzerhaubitzen, die in Litauen repariert wurde, musste dort komplett auseinandergenommen werden und dient mittlerweile als Ersatzteillager, wird also überhaupt nicht mehr im Krieg eingesetzt. Im Krieg gegen Putin ist die Panzerhaubitze 2000 dennoch ein wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigungsstrategie. In der Ukraine wird die Panzerhaubitze ganz anders eingesetzt als in einem NATO-Verbund, weil sie eben nicht im Verbund kämpft, sondern weil sie da kämpft, wo sie gebraucht wird, wo man also sagt, wir haben dort Russen, die uns angreifen oder wir wollen dort ein Depot zerstören. Dort wird die Panzerhaubitze eingesetzt quasi ganz alleine. Also vielleicht ein oder zwei Haubitzen beschießen etwas. Ob da ein ukrainischer Angriff stattfindet auf diese Stellung oder ob dann tagelang überhaupt nichts passiert an dieser Front, das ist eine ganz andere Frage. Neun Staaten nutzen die Panzerhaubitze 2000. Der Stückpreis liegt bei etwa 1,6 Millionen Euro.